Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu WRC8, liebe Freunde. Wir sind weiter in Wales, zweiter Tag. Und es wird nass. Es regnet. Ja, da sind wir am ersten Tag eh verschont geblieben vom Regen. Ja, jetzt haben wir halt ein bisschen Regen. Müssen wir halt wirklich vorsichtig agieren. Vor uns hier der Citroën Weißlöw. Ich habe noch eine französische Fahne gesehen, ich schätze mal. So. Ja. Und dann würde ich sagen, let's go. Links voll. Viel Spaß, 50. Freunde. Rechts 5 Mittel. Und rechts voll macht zu 3. Macht auf. Und links 5 kurz in rechts 4. In links 5. In rechts 3 kurz in links 3. Macht auf. Und rechts 5 uneben in links 4. Kurz. Macht auf 50. Bodenwelle in links 5. Kurz 250. Achtung! Rechts 5 in links 4. Uneben 50. Rechts 6 macht zu, sehr lang. In links 4 macht auf, lang. Und rechts 5 in links 4. In rechts 5 in links voll. Und rechts 3 über Kuppe, Haus aus. Und links 4 macht auf. Und rechts 4 macht zu. In links 3 Mittel. In rechts 3 macht auf, 150. Rechts 5 kurz, 30. Rechts 5 über Kuppe, in links voll 30. Links 4 macht zu. In rechts 3 macht zu und links 3. In rechts voll macht zu 4 kurz in links 3. In rechts 3 für links 3. In rechts 2 nicht schneiden in links 4. In rechts 4 Mittel macht zu. Und links 4 kurz macht auf. Und rechts 4 innen halten. Und links 3 in rechts 4, 200. Rechts 6 Mittel in links 5 lang. Und rechts 6 macht zu 5. In links 5 macht auf zum Ziel. Ja, war nicht so berühmt, glaube ich, alles rot. Ja, klar, 6 Sekunden. Danke fürs Gespräch. Jetzt bin ich mal über eine kleine Runde Dirt 4 so zum Spaß gefahren. Da hat man ja Grip ohne Ende, das ist ja wirklich phänomenal. Phänomenal ist das dort. So, dann geht's noch einmal Havren umgekehrt. Viel Spaß, Freunde. 150. In links 5 lang macht zu über Bodenwellen 30. Und Bodenwelle in rechts 4 nicht schneiden. 60. Links voll lang macht zu, 4, mittig halten. Und links 3 macht zu, über Kuppe in rechts 5, 60. Okay, einmal eingedreht, kleiner Shakedown.
150. In links 5 lang, macht zu über Bodenwellen 30. Ja, schon lange nicht mehr gehabt, dass uns wirklich einfach mal so und Bodenwelle in rechts 4 nur gesteuert hat, dass wir uns 60. komplett eingedreht haben. Das war nicht mehr so oft gewesen. Am Anfang links war das ein paar Mal, glaube ich. Zu, 4, mittig halten. Aber jetzt... Ja, wir müssen ein bisschen uns zurückerinnern, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir das also ohne Anschlag jetzt einfach so mal eingedreht haben. Dass wir Steine draus berührt haben. Bodenwelle in Achtung, Bodenwelle in rechts 4, kurz 30. Kuppe in links 4, macht auf. Und rechts 3, macht auf, sehr lang über Bodenwellen und über Kuppe 40. Jetzt bin ich mir sogar langsamer vorkommen, gefühlt, dass wir vor dem Asphalt. Haben aber einen grünen Sektor. Und bremsen für Haarnadel links in rechts 3. Lang, uneben, macht zu. Stellenweise halt ein bisschen merkwürdig, aber gut. Versuchen wir wieder das Beste draus zu machen. Und Achtung, links 5, Übersprung macht auf. Links 4 und rechts voll lang, macht zu. Und Kuppe in rechts 5 macht auf in Sprung über Kuppe. Achtung, links 5 kurz in rechts 4 durch Tor. Und links 5 über Bodenwellen in rechts 5 kurz. Und Achtung, Bodenwelle in rechts 3, nicht schneiden in links 3, nicht schneiden macht auf. Boah, wenn sie keine Strafe kriegt, das wäre das ein Eck gewesen, oder? Wenn wir einfach nur ein bisschen gerutscht sind. Dann kriegen wir einfach mal eine Strafe, denke ich was. Am Ende werden wir es eh sehen. Links 1, nicht schneiden. Und rechts 4, Verengung. In links 5, mittig halten. Und bremsen rechts 1, macht zu. In scharfe Haarnadel links, nicht schneiden. Und links 3. Und rechts 4, sehr lang, uneben. Und rechts 4, nicht schneiden. Und links voll Übersprung 30. Links 5, Verengung durch Tor, macht zu 4. Und rechts voll über Bodenwelle macht zu in links 4, kurz 80. Kuppe, bremsen links 4, macht zu, nicht schneiden in rechts 3, kurz. Links 5 macht zu, kurz über Kuppe in rechts 3. Und links voll in rechts voll über Sprung und links 3 lang 40 über Kuppe. Links 4 kurz, nicht schneiden. Und rechts 3 kurz über Kuppe 50. Kuhle und Kuppe in rechts 5. In links 3 macht auf, sehr lang, 150. 50 zum Ziel. Und schön ins Ziel gejumpt hier. Warum ich hier jetzt 10 Sekunden schneller bin, naja. Man weiß es nicht, noch immer eine Zehntel hinter Oshi sogar hier, ja, sensationell. Super. Ja, gut. Brennig, umgekehrt und brennig. Jetzt ist er wieder im Regen fast ein bisschen besser gelaufen, zumindest Schotter. Naja, warten mal ab. Den letzten Tag. Ja, jetzt unterm Strich, Asphalt waren wir halt lustigerweise zu langsam. Dafür waren wir OP Schotter im Regen jetzt alles natürlich am Tag 2, ja, auch nicht schlecht. Unterm Strich zweiter, also muss man sagen, bis jetzt ganz gut gelaufen.
platzierungstechnisch und so, also ja. Aber bevor wir es vergessen, tun wir noch hier das Auto reparieren. Nämlich automatisch. Yep. Sehr schön. Wir sind fit für Tag Nummer 3. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's aus Wales mit WRC8. Und ja. Mal schauen, wann ich wieder dazu komme, den dritten Part aufzunehmen. Ja, und dann haben wir eh noch mehr. Was haben wir noch? Spanien ist das letzte. Australien, glaube ich, noch. Können wir das hier überhaupt einsehen, theoretisch? Ich glaube nur, wenn die Rallye vorbei ist, dann sehen wir da ganz genau in den Kalender rein, aber ist jetzt egal. So viel haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, 3 Rallyes noch oder so, ich weiß gar nicht genau, oder 4, oder... Egal. Das war's und wir sehen uns in Kürze, oder in ein paar Tagen, sagen wir mal so, zu Tag Nummer 3, bevor mich jetzt die Stimme ganz verlässt. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.